So, da sind wir wieder. Und wir müssen uns mal wieder mit dem Feuerelementar anlegen. Also, Blitzschlag. Und auch mit dir. Das war knapp. Und ich würde jetzt eigentlich mal ganz gerne unseren neuen Backstab ausprobieren. Aber ich denke mal nicht, dass wir die hier backstabben können. Oder dass er uns überhaupt dazu kommen lässt, ihn wegzustabben. So, oh, eine Vorratskammer. Was haben wir hier? Ein komischer Pfeil. Ein Breitkopf-Pfeil. Na gut. 128 Schaden. Die Fässer hast du echt zerstört, Gorn. Ja, Gorn. So, was haben wir hier? Ein Eisenhelm, den wir nicht mehr brauchen, aber was Besseres haben. Ahahaha. Ein Kettenhemd. Endlich mal eine schwere Rüstung für ihn. Wurde ja auch Zeit. So, die Lurker-Weste kann zu den Lurker-Schuhen. Und er ist überladen. Teilen wir ein bisschen Nahrung. Teilen wir den ganzen Sack voll Nahrung. Nee, das wird keiner tragen können. Lalala. Okay, die eine Kiste können wir jetzt auch mal hier lassen. Haben immer noch genug Transportmöglichkeiten. So, was haben wir hier noch? Eine Blitzbombe wird eingesackt und ein Langschwert. Aber ja, trotzdem eine gute Idee, mal eine Vorratskammer zu machen mit Sachen, die auch in eine Vorratskammer reinpassen würden. Und nicht gleich das absolute Überzeug. So, wusch. 220 hat der Blitzschlag gerade gemacht. Das ist mal ordentlich. Naja. Das sieht doch mal wie eine richtig geile Zweihand-Axt aus. Attack Power 24. Ja, mal eben viel besser als unsere. Und sie macht doch ein cooles Geräusch, wenn ich mich nicht irre. Wusch, wusch. Und wir sind wieder überladen. Na gut. Hat jemand... Ist er überladen? Dabei sortiere ich schon zwischendurch immer wieder aus. Und trotzdem haben wir immer wieder Probleme mit der Belastung. Wie schaut es aus mit den Skills? Kriegt er bald wieder Stärke? Nee, erst in 2 Leveln. Und du kriegst... Du kriegst auch erst in 2 Leveln mehr Stärke. Aber nächstes Level kriegt er 25% schnellere Angriffsrate. Das hört sich doch sehr praktisch an. Und bei 50 gibt es Master Assassin und das macht Fragezeichen? Okay. Aber gut, das war die Vorratskammer. Dann geht es jetzt da weiter und wahrscheinlich macht das jetzt eine scharfe Kurve. Alles andere wäre komisch. So, Blitz vorbereiten und so. Blitz. Feuerball, auch wenn wir irgendwie viel zu häufig auf Feuerelementare stoßen. Da ist ein Metallring, da nicht. Da ist ein Metallring. Da nicht. Ist hier ein Dreher? Ja, hier ist ein Dreher. Sauber, das ist unser erster Dreher. Glaube ich. Aber wurde auch Zeit. Das gehört zu jedem Dungeon Crawler dazu. Da war schon wieder ein Dreher. Dreher. So. Und was haben wir hier? Temple Grounds. Also die Tempel irgendwas. Entschuldigung, mein Husten will nicht weggehen. Also, Temple Grounds sind, naja, der richtige Tempel. Also der Boden des Tempels. Nee, macht keinen Sinn. Egal, Trespasser will be hunted down. Also Eindringlinge werden niedergejagt werden. Das klingt bösartig. Du wurdest gewarnt. Ja, wurden wir. Da liegen gleich Knochen. Und ich höre einen neuen Gegnerart. Die klingt komisch.
Speichern wir mal ganz kurz ab. LP66. So, da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. So, Blitz ist vorbereitet, Feuerball ist vorbereitet. Ich höre den Gegner nicht mehr. Jetzt höre ich es wieder. Schlurfen. Ja, Drachen. Okay, springende Drachen, die Feuerschaden bekommen können. Das sind ja komische Drachen. Wo laufe ich hin? Ich hoffe nicht in eine Sackgasse. Ah gut, da ist der Ausgang. Die halten richtig viel aus. Geben aber auch 665 Erfahrungspunkte. Das ist schon mal ordentlich. Ah, wo kommst du denn her? Hat er sich die... Ach nee, wir drehen uns hier, aber wenn diesen komischen Gängen sind. Genau. Gleich drehen wir uns bestimmt nochmal. Ich glaube, jetzt ist hinter uns der Dreher. Oder auch nicht. Oh, das war knapp. Und ja, wie in Dungeon Master droppen die Drachen auch Fleisch. Das ist jetzt ein Eis, eine Eisechse anscheinend. Aber trotzdem cool. Wo sind wir? Wir sind ganz zurückgelaufen. Und hier war nirgendwo ein blauer Kristall. Das ist ärgerlich. Denn unseren Feuermagier brauchen wir doch schon recht dringend. Das heißt, ich laufe jetzt mal ganz kurz zurück zur nächsten Etage. Also zur letzten Etage. Aber war der blaue Kristall da relativ in der Nähe? Ich weiß gar nicht. Ach ja, doch. So, den Eisenschlüssel haben wir immer noch nicht. Passt du? Nö. Sonst haben wir keinen. Komisch. Eigentlich findet man ja immer in derselben Etage auch den Schlüssel, den man braucht, aber... Hm. Das müssen wir dann später mal sehen. So, Feuerball. Wenigstens haben wir jetzt einen neuen Gegnertypen, der auch vom Feuerball Schaden nimmt, weil die Feuerelementare waren mir einfach viel zu nervig. Vor allem wegen dem Flächenschaden. So, darum. Hoffentlich geht das Rätsel wieder auf. Ja, geht's. Jetzt kommen gleich die Dreher. Also, Dreher Nummer 1 ist jetzt. Wegen diesem Eisenring da. Und da war Dreher Nummer 2 wegen den Eisenketten. Und jetzt sind wir im Drachenbereich. Also ja, es sind keine Drachen, es sind Echsen, aber Drachen klingt irgendwie cooler. Mehr Knochen. Irgendwas ist aufgegangen. Nicht umkreisen lassen. Oh, der macht echt gut Schaden. Ah, sehr gut Schaden. Bleibt echt ein Ticken zu lange an der Stelle stehen. Und mehr Fleisch. Es wird gleich gegessen. So. Oh, Pitfighter-Handschuhe. Schutz plus 3, Stärke plus 2, Angriffskraft plus 6 werden unbewaffnet. Oh, okay. Die sind so oder so besser als die Lederhandschuhe, die er hat. Braucht noch jemand Handschuhe? Nö. Blitzbomben und Feuerbomben. Das war doch mal ein nettes Secret. Vor allem dadurch kriegen wir auch 2 mehr Stärke, das heißt wir können jetzt noch mehr tragen. So. Unser Toter ist überladen, deswegen ist die Gruppe langsamer. Das macht vollkommen Sinn. So, wir könnten jetzt wieder zurückgehen zum blauen Kristall, aber
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir hier irgendwo einen neuen finden werden. Und ich versuche einfach ein bisschen schneller zu sein als sonst. Damit nicht noch einer stirbt. So viel dazu. Zurück zum blauen Kristall. Denn nur mit Gorn und Schickner wird das nix. Da war der Dreher. So. Da ist der nächste. So. Ach ja. So. Falsch. Ja, eine Minimap wäre echt praktisch, auch wenn das Ganze dann zu einfach machen würde. So finde ich es eigentlich ganz gut. Eigentlich hätte ich echt sogar im Oldschool-Modus spielen sollen. Also klar, wie gesagt, Minimap wäre toll, aber da spricht halt nur der faule Powergamer in mir. Der Oldschool-Spieler hätte schon lieber gerne gar keine Karte. Weil ich kann mich noch an früher erinnern, bei Dungeon Master, da gab es ja auch keine Karte. Also absolut keine. Und man hat später die ganzen Karten im Kopf. Und das macht man heute einfach nicht mehr. Und das fehlt schon ein bisschen. Das ist genauso wie mit dem Taschenrechner. Wenn du zu oft Taschenrechner benutzt, kannst du nicht mehr Kopfrechnen. So, da geht's runter. Ah, stimmt eigentlich. Wir haben hier den Kompass. Das Problem mit dem Kompass ist nur, wir sehen ihn nie. Weil er ja mal seinen Zauber vorbereitet. Das hätten sie auch ein bisschen anders lösen können. Also mit so einem Runenfeld drüber zum Beispiel. Aber naja. So, links rum. Hier wieder hoch. Klack, 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 klack. Ich frage jetzt mal nicht, warum die Eisechsen in ihrem Tempel drin rumlaufen. Oder war der Dreher? Warum die Eisechsen in ihrem Tempel rumlaufen haben lassen. Aber sie hatten ja auch ein Feuerelementar in ihren schriftlichen Archiven. Das heißt, sie sind eh ein bisschen komisch drauf, die Jungs. So, da geht's rum. Ja, komm. Ha, das war doch mal ein guter Kampf. Vor allem die Einleitung, wie wir ihn mit dem Fleisch von seinem Kumpel beworfen haben, das war... Oh oh. Und wir sind zu langsam. Oh, hat jemand Hunger? Ja, du hast Hunger. Und das war ein Feuerball gegen die Wand. Das tut weh. Oh, das war ein schöner Cleave. 129. Ja, so muss das sein. Um den Rhythmus raus hat, geht's eigentlich. Ups. Er hat definitiv wesentlich angenehmere Gegner. Irgendjemand Platz? Die scheinen wohl ganz schön schwer zu sein, die Steaks. Oh, 2,2 Kilo. Na gut. Ach, wer ist jetzt überladen? Er. Ist das mal. So. Keiner mehr überladen. Können wir ja weiter gucken. Auch wenn wir nicht hier besonders viel Mana haben, was ärgerlich ist. Dich hatten wir schon gedrückt. Lag da gerade was auf dem Boden? Oh, ja, noch ein Steak. Warum ist er bei 80 Kilo schon überladen? Das ist ja komisch. Na gut, lassen wir die Steaks einfach mal hier liegen. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass die respawnen. Oh, das scheint was zu machen. Irgendwas ist da auf- oder zugegangen. Und es hängt nicht mit der Fackel zusammen, denn es passiert immer noch das Auf- und Zugehen. Also dahinter sind wohl irgendwelche Druckplatten oder... Oh, dahinter ist auf jeden Fall schon mal eine Schriftrolle. Und irgendwo in der Nähe sind Fallgruben, die auf- und zugehen. Gehen wir kurz hier nochmal rum. Keine Schalter. Nö, nö. Dann geht's nur noch da lang.
hoffe, ich buxiere mich jetzt gerade nicht irgendwo in eine Sackgasse. Nee, gut, gut. Keine Energie mehr. Ja, es wäre definitiv schön, wenn wir hier unten irgendwo einen blauen Kristall finden würden und die Dinger nicht respawnen. Also ja, zum einen ist es sehr praktisch, dass sie respawnen, denn sie geben sehr viele Erfahrungspunkte und sie geben Essen. Zum anderen würde ich echt ganz gerne vorher einen blauen Kristall finden. Aber gut, musste Dieb jetzt halt alleine rumtanzen. Solange ich den Rhythmus drin behalte, dürfte es eigentlich jetzt nicht mehr schief gehen. Ah, zu langsam. So, warten, schlagen weg. Kann sich nur um Ewigkeiten handeln. 15 Schaden, ach komm schon. Dieb, das kannst du besser. Ich wäre jetzt ja versucht, ihn einzufrieren, dann von hinten zu backstabben. Aber da es ein eine Frostechse ist, könnte es gut sein, dass man sie nicht einfrieren kann. Und dann würden wir eine Frostbombe verschwenden. Die sind ja schon recht praktisch. Wie schaut es mit dem Giftbolzen aus? 24 Schaden. Hm. Und das Licht geht gleich aus. Du kannst inzwischen auch Licht zaubern, oder? Ja. Dumm die Dumm. Dann halt die altbewährten Zauber. Giftwolke mache ich jetzt mal nicht. Dann würden wir uns hier selbst im Weg stehen. Lalala. Oh, komm schon. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne einen Cut machen und meine Nase putzen. Bitte, bitte, liebe Hexe. Ich bringe mich auch schnell um und so. Oder offensichtlich nicht, aber die strengen mich mehr an. Ach ja. Oh, er konnte uns einmal angreifen. Gut, dass unser Dieb so toll ausweichen kann. Na, endlich. So, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Da ist ein Hebel. Wollen wir den Hebel drücken? Ne, erstmal jetzt ein Cut. Speichern. LP. Ups. LP 67. Und bis gleich.